Hi. Liebe Leute, wir haben heute ein Gebet aufzuhalten. Rubinator ist querschnittsgelähmt. Da er zu oft hochgeschmissen wurde von seiner Freundin Alina. Dann nicht aufgefangen wurde. Hi. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Let's Play Sommerland, die querschnittsgelähmte Edition. Boah, jetzt wie die Kommentare der Leute. Also, mein Vater ist querschnittsgelähmt. Ich finde das nicht lustig. Und ich so, alter 4. Ja, ohne Scheiß. Und gerade während ich so gesprochen habe, ich voll gesabbert, Alter. Ja, Behinderten-Edition, ne? Merkt man ja. Ja, nee, Alter, mein, also ich habe ja schwarzen Humor, so, weißt du? Natürlich. Weil wer gestern, warum machst du das? Also, warum pink, Alter? Der Penisturm muss überarbeitet werden, aber er macht ein pinkes Kreuz hin, weißt du? Ja, den Penisturm in den Mund. Alter, ach ja, ist das die Deutsche Post hier? Ja. Könntest du dieses Logo bauen, Alter? Oh Gott. Ja, aus was willst du es denn sonst bauen? Mach du mal. Nee, ich weiß ja nicht. Nee, gelb sieht auch scheiße aus. Sieht, als ob man da dran uriniert hätte, ne? Ja, erzähl mir bitte mehr davon. Grund. Mach's doch aus schwarz oder weiß oder... Ja. Jüdisch-braun. Möchtest du... Hast du... Orangenes Glas. Oder das hellblaue Glas. Hellblaues Glas. Oder Joghurtglas. Ja, ne? Im Hintergrund wieder ein Krankenwagen. Oh, Scheiße. Was ist das? 3D oder was? Was denn? Was denn? Ja, lass ist es das, so einfach. Ist das aus Glas? Ist das aus Glas? Und auf der anderen Seite werden wir das identisch so machen wie auf der Vorderseite, der Penisturm kommt weg, aber nicht heute, weil wir wollen heute mal zu Tobis Piratenwelt flattern und oh ja, schöner Penisturm. Warte mal, ich mach da aber nur ein Foto von, weil ich finde den echt schön. Ja, ne? Warte, F2. Danke, der Penisturm. So. Ich finde den schön. Vor allem ist der sogar, glaube ich, ein Stück größer wie die ganzen anderen Türme. Ja, das natürlich, ist total den habe ich ja auch gebaut. Da geht ja der Knopf auf, Alter. Ja. So. Penisknopf. Was? Tobi meinte ja. Ja, mal ganz ehrlich, also wer sich immer hier beschwert, weil wir immer so schwarze Humor-Dings machen, ja, der braucht diese Let's Plays einfach nicht gucken, weil, keine Ahnung, ich weiß noch, irgendwo habe ich mal einen Witz gemacht, wo dann voll die Diskussion entbrannt ist. Ja, gut, es gibt halt immer so Moralapostel, ne, da musst du mit leben. Ja, ich mache ja auch manchmal ernste Let's Plays, muss ich auch mal sagen, ja. Der Tobi auch, wenn er hier alleine zockt und wenn man Multiplayer zockt, nein, ist halt wie Freunde, nein. Guck mal hier, was? Warum ist denn Kran? Der ist Experte bei ZDF. Weißt du, macht Witze über meinen Penisturm, aber baut da so einen schlaffen Eichelding. Ich finde den jetzt nicht so schlecht, den Kran. Tobi, ich habe hier gerade noch eine Idee. Ach komm. Ja, ja. Ja, und guck mal, das Depot hier, das ist von dem Kran. Also, so viel hast du bis jetzt gebaut? Ja. Was ist? Und da drüben habe ich noch. Ja, ich helfe ja immer bei anderen mit, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Stimmt, was ist denn hier? Das ist dann die Hauptstadt, die heißt Laeton. Oh. Alter, hast du gerade die Tür zerstört? Was ist los mit dir, ey? Ich glaube, du musst mal hier einen Mechaniker vorbeikommen lassen. Du hast schon mit der Tür nicht. Nee, das ist ja noch im Aufbau alles, das passt schon. Ja. Dann guck mal, wenn du hier mitkommst, komm mal mit. Das ist voll krass. Guck mal da hinten. Da hinten. Siehst du das nicht? Oh! Alter, jetzt? Alter! Ja, eigentlich wollte ich das ja nicht zeigen, weil ich nicht weiß... Aber eigentlich sind die ja immer recht aktuell mit den Folgen. Ja, also das ist schon... das dauert noch sehr lange, bis diese Folge hier, die wir gerade aufnehmen, rauskommt. Boah, Alter, was ist denn das für ein... Das ist voll krass, geh da mal rein. Hier hinten kann man reinfliegen, guck mal mit. Das ist voll übel. Also was das angeht, haben die Alchemisten echt was drauf. Ich meine, Musik machen sie jetzt nicht so gute. Nee, also kann man sich geben, aber... Ja, habe ich schon Besseres gehört, ganz ehrlich. Ich meine, wir hören die Musik ja nur, weil wir die unterstützen müssen mit den Views und dann haben wir immer F5 und so. Wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt? Ja. Ich bin hier drin, Alter. Ja, hinter dir, dreh dich um. Hier bin ich. Ich möchte mich nicht umdrehen, Tobi, wenn du hinter mir bist. Guck mal hier, das ist voll krass. Voll die gute Idee auch. Guck mal. Da ist einer eingesperrt. Ja. Hi. Das ist mein Thumbnail. Hi. Oh, der verkauft...
3 Glowstone für 1 Smaragd. Kannst du mal aufhören, den zu hauen, wenn ich mit dem gerade handeln will? Pff, hier, nimm den Gaul. Oh, warum sind hier Türen? Tja, siehst du? Ich wollte dich bei dir Eier auch bauen, aber du hast ja keine Lust gehabt. Tobi, komm mal mit, Tobi. Nein, ich geh jetzt hier raus. Tschüss. Tobi, ich muss dir aber noch was gestehen. Aber das sieht echt krass aus. Hier da auch. Haben die heftig, das ist echt heftig gebaut. Schön. Also großes Los und 200 Euro ziehen. Großes Lob an den Benny und an die Slam Massives. Ich glaube, der Erich baut da noch mit, ne? Ja, sieht auf jeden Fall fett aus, aber... Was ist da hinten noch? Geil, Alter, aus. Da hinten kommt auch noch mega... Ich will da gar nicht hin, das ist... Ich will das jetzt nicht alles. Doch, wir können das ruhig zeigen. Alter, das bis dahin sind, wenn diese Folge rauskommt, ne? Aber guck mal, das sieht auch voll krass aus da hinten. Ja, heftig, Alter. Das ist ja schon fast wie bei WoW hier alles. Voll übel. Boah. What the fuck? Alter. Aber so, ich finde, eine Orkstadt ist viel leichter... Also, soll jetzt nicht ihr Projekt schmälern, aber ich finde, eine Orkstadt ist leichter zu bauen. Zwar nicht so von dem Ausmaß wie hier, das ist ja schon unfassbar betrieben. Was bauen die hier, das World Trade Center wieder auf? Guck mal hier, Flugzeug. Was denn? Kennst du nicht dieses Bild, wo der Torwart von der USA, nee. der war ja so gut bei dem letzten Spiel, ja, von denen. Ja. Und dann gibt es ein Bild, wie der von dem World Trade Center fliegt und das Flugzeug aufhalten will. Und ich, falls jetzt welche sagen, der macht Witze darüber. Ich war letztens in einem Museum in Bonn und aua. Und da haben die tatsächlich, das war so eine Amerika-Ausstellung, ja. Da hatten die tatsächlich Trümmerteile des World Trade Centers. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du davor stehst, so heftig einfach, wenn du dann, da war irgendwie so ein Feuerwehrschild, die hatten sogar einen Krankenwagen, ne, der Krankenwagen steht in New York genau selber, ja. Aber die hatten ein Feuerwehrschild, die hatten sogar irgendwie Teile von dem Flugzeug, war auch total verbogen und alles. Und standen dann auch so Sachen bei, irgendwie Telefone und sowas haben die dann noch gefunden. Das war halt da ausgestellt, das war so eine Wanderausstellung, die immer um die Welt geht und ich fand das extrem heftig. Also da bleibt dir echt, da stockt dir echt der Atem, wenn du davor stehst, weil ist ja einfach unfassbar grausam, was da damals passiert ist. Und ich weiß noch, wie das dann, das war ja nachmittags, kam das ja, wie viel war das hier, 10 Uhr unserer Zeit? Nee, später. Ja, ich weiß das auch noch genau, da war ich nämlich gerade bei einem Freund gewesen, nach der Schule war das. Dann lief auf RTL noch nicht so ein Asi-Programm, konnte man nachmittags noch gucken. Und dann auf einmal kam der Peter Klöppel und der ist ja legendär dafür, also dieser Ausschnitt aus RTL aktuell, das ist ja legendär dafür, wie lange der das durchmoderiert hat und alles. Das war extrem gut. Ja. Muss man ihm schon sagen. Und das war einfach heftig dann, weißt du, du bist dann da irgendwo unterwegs und dann hörst du, da sterben gerade 3000 Menschen wegen irgendwie... Leider noch relativ jung, ja, aber ich schon, also ich kann mich nur dran erinnern. Und es gibt Videos auf YouTube, das sollte man sich aber nur ansehen, wenn man wirklich Nerven dafür hat. Das sind Originalaufnahmen von den Feuerwehrmännern, die haben das auf YouTube veröffentlicht, das sind so 9 Teile oder sowas, wie die ins World Trade Center noch reingehen. Und die haben natürlich überlebt, sonst wären ja die Filmaufnahmen nicht da. Aber du siehst halt, da fliegt das erste Flugzeug halt in den Turm und so weiter. Und du siehst dann halt, wie die dann in den Turm reingehen und im zweiten Turm ist noch nichts passiert. Und du hörst dann im Hintergrund immer die Menschen auf dem Boden aufklatschen, die dann so verzweifelt waren und sich da retten. Also es ist echt heftig. Und du siehst auch, wie die im Treppenhaus sind, überall Rauch und Schutt und so. Ja. Und ja. Das ist extrem krass. Also ich möchte jetzt hier nicht die Stimmung von diesem Let's Play reduzieren, aber ihr müsst euch das mal unbedingt angucken für alle, die immer da so blöde Witze drüber machen. Haben wir ja gerade auch gemacht, ganz klar. Ich glaube, ich kenne das sogar. Aber das muss man sich wirklich mal ansehen. Ja, das ist... Ich glaube, ich kenne das sogar. Das ist mit Abstand eines der krassesten Sachen, die ich bisher auf YouTube gesehen habe, finde ich. Ja, das, ja. Die 9 Teile oder so. Und auch immer diese Verschwörungstheorien, weißt du, hat der und der mit da was zu tun und so. Ich meine, man hat es ja nie irgendwie... man könnte jetzt behaupten, dass es schon sehr skurril war, dass der George W. Bush da ziemlich weit entfernt von war, ja. Als ob er da irgendwie, als ob er sich in Sicherheit wägen wollte. Aber wie dem auch sei, wir werden das nie erfahren. Und ja, das Ding ist halt einfach dieses Flugzeug im Pentagon, wenn das Flugzeug diese Größe da wirklich reingeflogen wäre, dann wäre das Pentagon weg. Ja, und vor allem, ich weiß nicht, irgendwie manche Sachen sprechen halt auch dagegen und aber wie gesagt, man kann da viel mutmaßen so, das bringt die 3000 Menschen, die da ums Leben gekommen sind, auch nie wieder. Nee, du kannst ja bei allen gibt's immer irgendwelche. Und wen willst du denn da bestrafen für? Sagen wir jetzt Adolf okay, Hitler. Sagen wir ja, auferstanden, Alter. Ja, aber wir sind jetzt, haben einen kleinen Rundflug nur über, also zurück mal zum Thema, müsst ihr euch unbedingt mal angucken und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das erlebt habt, falls ihr da schon irgendwie, ja, manche waren da wahrscheinlich noch gar nicht am Leben oder haben das irgendwie noch nicht so mitbekommen, aber es gibt natürlich auch ältere Zuschauer,
Und aber bitte sachlich und jetzt nicht da wieder anfangen, voll die Mega-Diskussion zu starten, wer was schuld hat und so, weil das braucht's einfach nicht. Ja, das wird aber so wieder kommen, wahrscheinlich. Aber wirklich, wenn ihr mal die Möglichkeit in so ein Museum zu gehen, und in New York gibt es ja jetzt diese Ausstellung, das ist ja immer dauerhaft da, beim World Trade Center, dieses und da gibt es ja auch Krankenwagen, also richtige Krankenwagenschienen rum, die da zu dem Einsatz kamen und auch verbeult sind und alles, also heftig. Ist auch mein Traum, mal da hinzukommen, weil mich das ziemlich interessiert hat und mitgenommen hat. Das hat auch einem so, ich würde mal sagen, so ein bisschen die Kindheit geprägt, weil man das ja tatsächlich irgendwie, weil alle Menschen waren irgendwie involviert in der ganzen Geschichte, so, weißt du? Alle haben irgendwie gehofft, dass die Leute da lebend rauskommen und, ist schon krass. Auf jeden Fall könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das miterlebt habt und so. Und ich erinnere mich noch an die Nachricht, wo man dann morgens am PC war vor zwei, drei Jahren und dann hieß es, Osama bin Laden wurde umgebracht. Ja, das hängt ja alles damit zusammen, ne? Und ja, schon heftig eigentlich, dieses ganze Ding. Ja, was mich ja wundert, ist, dass es bis heute kein Videospiel davon gibt, ne? Also, was diese Thematik halt behandelt. Boah, das wäre aber ziemlich... Ja, natürlich wäre es makaber, aber es sind die USA, ne? Ich meine, es gibt ja auch Filme drüber. Ja, das stimmt. Guck mal, das ist mein Lagerhaus. Wo bist du denn schon wieder? Ja, das ist Tobis Ach, Tobi, ich wollte dir noch was gestehen. Komm mal kurz mit, Tobi. Was denn? Also hier. Was? Weißt du? Weißt du, wenn... Die Zuschauer hatten jetzt voll die mega Erwartungen, was erzählt... Ja, mit dem Baum sieht aber nice aus. Ja. Geil, ne? Ja. Auf jeden Fall mal ein ernstes Thema heute bei Sommerland, auch wenn wir mit irgendwelchen Behinderungen angefangen haben. Aber man kann ja auch einfach mal das Thema wechseln. Man muss ja nicht immer nur irgendwelche Späße geben, weil viele sagen immer, ihr macht immer, euer Niveau ist immer Schwulenwitze und Penis. Stimmt ja auch. Aber ja, wir stehen dazu. Was ist denn das da hinten? Was denn? Das sind meine tollen Flaggen, Dennis. Oh, die wehen ja richtig im Wind, Alter. Soll ich mal pusten? Ja, blas mal. Ja. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge geht, aber wir haben jetzt mal einen kleinen Rundflug in diese Episode gemacht, einfach mal, um zu zeigen, was denn alles so bisher gebaut wurde. Wahrscheinlich 10 Minuten oder so. Meinst du? Nee, weiß ich nicht. Ich will da nochmal gucken. Ich überlege gerade, wo die anderen noch gebaut haben. Ich würde ja gerne mal das sehen, was die Porkchops bauen, aber ich habe Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Hier ist, ja, die Kandidaten, ne? Die Kandidaten? Kandidaten. Bei wer wird wetten das? Bei Hyuga weiß ich jetzt auch nicht, wo es ungefähr ist. Ja, doch, bei Hyuga weiß ich, das ist bei dir hinten raus da. Zeig mal. Da waren wir ja letztes Mal schon gewesen. Aber wie gesagt, bei den Porkies, keine Ahnung. Oh, der Penisturm, ne? Ich finde den wunderschön. Das könnte auch eine Kerze sein. Könnte. Ja. Muss ja nicht immer gleich was mit Penissen zu tun haben, Dennis. Leicht. Hier hinten hat er gebaut. Hier war das doch. Guck mal. Ist er da ein Flatscreen gebaut? Hier Public Viewing. Da unten. Aber mir ploppt das alles immer so spät auf, Alter. Weil du so ein scheiß Rechner hast. Was denn hier? Wie? Diamantenbeinschutz. Alter. Ich kann ja nicht widerstehen, aber das ist Botschaft für die Nachwelt. Warte. Yoga, solltest du das sehen? Moment. Ah. Warte. Ah, ich suche gerade die Schilder, ich finde sie nicht. Wie wär's, wenn du einfach bei der Suche eingibst? Ja. Ist einfacher, ne? Nee. Die Schilder immer noch nicht, dann kommt Schwert. Ja, dann mach mal einen Inventarslotplatz bei dir frei da. Drück mal Q. Jetzt in die Kommentare wieder. Mit Recht, Dennis, mit Recht. Warte. Bau die fertig. Warte, noch nicht fertig. Ja, ne? Das sieht aus Heiligen wie so ein, Ort. Das sieht aus wie so ein. Ja. Wie so ein Neubau irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, das sieht schon irgendwie nice aus. Geil. Also wenn der, wenn er das jemals sehen wird, hier ist der Heilige. Alter? Hm? Was denn? Man kommt nicht mehr aus dem Wasser raus, wenn man da mal reinspringt. Was denn, Alter, für eine krasse Hütte hier? Ist das die Menschen oder was? Ja. Ach, guck mal, die haben aber...
das hier für einen Raum? Ey, warte mal, ist das, soll das hier der Game of Thrones sein oder was? Soll die da Schwerter noch an der Seite haben? Machen die da nicht? Nee, das ist von Dr. Who, glaube ich, bauen die das. Von Dr. Who? Hm? Ja, wer denn jetzt? Wer, Tobi? Ja, wer, weil Tobi, Dr. Tobi. Wer? Was? Tobi, was steht hier? Who? Ne, hier. Aber heute mal ein kleines Special-Folge, um euch nochmal zu zeigen, was denn so gebaut wurde. Und ich denke mal, oh, was ist das da hinten? Das ist mal eine Kirche. Ja, kann heute mal ein bisschen länger oder kürzer sein. Ich meine, manche Folgen sind auch ein bisschen länger manchmal, ne? Kann man, oder? Was? Kann man mal sagen, ne? Denn? Was denn? Der Teamspeak wieder, wa? Nee, ich rede eigentlich die ganze Zeit mit dir hier über Chat, aber du bist ja nicht daran interessiert, mit mir zu sprechen, scheinbar. Was hast du denn geschrieben? Ja, dann... Hi, bei mir läuft gerade Pornomucke. Ich werde gerade feucht. Oh, sorry, ich habe außerdem deine Handynummer gepostet. Ja, lustig, wenn die Nummer wirklich jemandem gehört, ne? Weiß ich gar nicht. Sollen wir mal anrufen? Mach mal. Ne, ich habe mein Handy auch gerade nicht da und das auch abgestellt. Das ist, funktioniert sowieso nicht. Wie er so tut, weil er keine Eier hat. Nee, mein Handy ist wirklich abgestellt. Wo denn? Wo hast du das denn geparkt? Nee, von der Telekom abgestellt. Nee. Natürlich, wenn du da nicht schnell gleich die Rechnung bezahlst, dann knapp. Hat der nicht gezahlt, ey. Voll Hartz IV. Deswegen müssen wir jetzt noch weitere 20 Sommerland-Folgen aufnehmen, damit der Tobi seine Handyrechnung bezahlt. Ja, genau. Weil die Handyrechnungen ungefähr 20 Millionen sind. Und ja, bei verdienen Telekom, wir ja mit einer Folge, ne? Ja, klar. Telekom ist echt, teuer. Ja, Telekom aber es gibt noch bessere. Nee. Marcel Davis zum Beispiel. Oh. Weißt du, was ich mit Marcel Davis mache? Die Eier zu Mann! Oh. Was? Wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Hi. Ich vor der, so, ja, danke fürs Zusehen, Leute, ja. Und wir werden in der nächsten Folge mal die andere Seite identisch mit der Vorderseite bauen. Und dann haben wir unser Kirchlein fertig und dann beginnen wir mal mit dem Untergrund, mit dem großen Thronsaal. Thronsaal? Wo soll der denn hin? Unterirdisch. Ach so. Jemand vorgeschlagen, fand ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht, die Idee. Ja, es ist geil. Hä? Ja. Find ich cool. Wo hab ich denn? So, ich setze mich jetzt hier aufs Buch und bin schlau. Da leuchtet halt da oben Hammer. Ja, und mit diesem wunderschönen Bild, der Tobi macht jetzt noch ein wunderschönes Abschlussgebet. Mit Gesang bitte. Los geht's. Penis. Tobi? Geh du mal hier hin. Stell dich mal da hin. Geht so, pass auf. Hilfe, ich. Alter, das ist voll. Geht so. Wir haben uns heute hier versammelt, um die heilige Kirche zu priesen. Vielen Dank, liebe Zuschauer beim Minecraft Sommerland. Der Tobi interessiert sich nicht für mich und dreht sich einfach um. Vielen Dank für die Blumen, Tom und Jerry. Habemus, Apfelmus. Da hinten. Was? Nathan! Nein! Ja, das ist der Ausgang. Kriegen wir noch eine Spende von Ihnen? Kriegst du noch, einfach noch so ein Obladenpapier ins Maul geschoben? Oh, nee. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Minecraft Sommerland-Folge. Bye bye, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, ja? Und bitte Kommentare schreiben und liken und kennt ihr ja. Und favorisieren, abonnieren und Penis.